Als Jäger sind wir ja eher aus der Ferne aktiv. Ich glaube, wir sollten hier schnell rausgehen, ne? Aber das macht gar keinen Damage. Dann geht's ja. Ja, es gibt halt Nahkämpfer, es gibt Fernkämpfer, so wie Jäger oder auch Magier. Also gibt halt Leute mit physischen Damage und Leute mit Magieschaden und so. Sowas wie Magier, Hexenmeister, Priester und sowas. Also es gibt schon auch sehr, sehr viele Klassen, also da ist wirklich für jeden was dabei. Rassen ebenfalls. Also dann kann man sich ja noch entscheiden, möchte man Horde spielen oder möchte man Allianz spielen. Ist ja dann auch noch so eine Auswahlsache. Allianz waren quasi mal die guten, Horde eher die bösen, aber mittlerweile ist das ja auch alles ein bisschen anders. Da die ja meistens auch zusammenarbeiten mittlerweile in der Story. Aber auch so, man kann auch jetzt gildenübergreifende, wie nennt sich das, Fraktionen, übergreifende Gilden sogar machen, wo Horde und Allianz in eine Gilde können. Wie gesagt, für die Leute, die WoW aktiv spielen, wird das nichts Neues sein, aber ich versuche halt eben auch ein bisschen zu erklären, wenn es Leute gibt, die das noch nicht so kennen, dann eben so ein paar Sachen zu erklären, was alles möglich ist mittlerweile und und. Ist schon sehr, sehr viel möglich mittlerweile. Das gab's halt auch früher alles nicht. Da war halt wirklich so, Horde und Allianz waren auch wirklich so, kann man sagen, ziemlich verfeindet. Und es war auch eine gewisse Rivalität dann immer unter Spielern, weil es gab natürlich auch Open World PvP und. Es wird's wahrscheinlich, weiß nicht, ob es das jetzt auch immer noch gibt, bestimmt irgendwo, aber es hat sich halt alles so ein bisschen gewandelt auch. So, müssen wir den jetzt killen oder was? Muss ich dazu irgendwas benutzen? Ja, wir müssen den killen, ne? Korolett? Wer ist denn Korolett? Ist das hier Korolett? Ja, wir killen den einfach mal. Keine Ahnung, ob das der ist, den wir killen sollen. Aber wir machen's mal. Immer voll drauf da, voll drauf. Ich werde nicht fallen. Ah ja, da ist ja Korolett. Die müssen wir jetzt killen. Wenn ich wieder fertig bin, wird nichts mehr zwischen uns und dem Traum stehen. Ja, das werden wir sehen, wer hier wen fertig macht. Ich glaube, wir machen dich eher platt. Nein, da ist es schon passiert. Der Traum ist unser. So, ab zu Geritos, Sohn des Traumes. Wir sehen uns bald wieder. Bitte. Kommt bald. Kommt. Mounten wir einmal auf den auf, den Drachen. Also, gerade auch wenn man Drachen mag, natürlich Dragonflight, das Addon schlechthin, ne? Sehen aber auch sehr, sehr geil aus. Hätten wir nicht gesiegt. Allgemein WoW sieht auch sehr geil aus. Anführer zur Audienz. Dazu muss man aber auch sagen, ich spiele auch auf höchster Grafik. An diesem Tag habt ihr euch dem grünen Drachenschwarm gegenüber bewiesen. Mein Volk wird eure Tat der Freundlichkeit und Aufopferung nicht vergessen. Mögt unsere stärkste Waffe gegen Hass und Chaos ist Kameradschaft. So, dann gehen wir rüber zur Insel des Smaragds. Hört sich auch geil an. Aber guck mal, wie cool das hier aussieht, auch mit diesem Nebel und so, ey. Ich lieb's wirklich, also. WoW ist halt auch immer so detailreich, die Gegenden, ne. Also da geben sie sich wirklich Mühe, das muss man sagen. Das ist wirklich schon sehr, sehr schön alles. Aber dadurch, dass das so farbenfroh und bunt ist, ist es manchmal, finde ich, auch ein bisschen anstrengend für die Augen. Aber vielleicht bin ich da immer nur alleine mit meiner Meinung, weiß ich nicht. Weil manchmal, wenn ich wirklich WoW irgendwie ein paar Stunden am Stück spiele und hab so diese ganze farbenfrohe Gegend so, dann denke ich mal, dass es ein bisschen anstrengend ist für die Augen und dass man so ein bisschen irgendwie müde dadurch wird. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Grüße, Champion. Wenn das bei euch so ist oder nicht ist, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Würde mich interessieren.
So. Von den Jägern, welche das Können über alles stellen. Ein Ritus des Übergangs. Ein Ja, das ergibt Sinn. Von dann den schauen Mystikern, wir mal. Welche mit dem Wind Zwiesprache halten. Ihre leichteste Berührung. Ein Auftrieb. Von den Abkömmlingen der Matriarchen. Ein Tropfen ungebrochener Nachfahrenschaft. Eine Linie. Erzählt mir von euren Träumen. Sansoks Opfergabe. Grüße. Gehen wir das einmal der lieben Meritra. Dieser Speer dient als Beweis für eure Fertigkeiten. Ich nehme diese Gabe an. Ja, und jetzt? Achso, jetzt müssen wir wieder zu Tigari Khan. Mir gefällt euer Enthusiasmus, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Es ist wohl nicht diese Sorte Vers. Wir sollten etwas an. Alle Ohuna. Erstmal alles durchprobieren. Diese Feder sollte genügen. Achso, wir müssen jetzt die Feder nehmen. Tigaris Opfergabe. So, damit wieder zu Meritra. Onaras Geist segnet uns alle. Ich nehme diese Gabe an. So, dann wieder mit Kana Matrasares sprechen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht verlockend, aber nein. Vielleicht würde ich mich überreden lassen, wenn sie kleine, ungezogene Kinder wären. Ich dachte immer, Kinder wären immer klein und ungezogen. Eine Blutlinie. Ich habe eine Idee. Hier, nehmt das. Was haben wir da jetzt? Achso, Opfergabe. Kann der Matra wahrscheinlich ein Horn mit Blut drin oder was? So, wieder Meritra geben. Ich erinnere mich gut an Tera. Ihr seid ihr sehr ähnlich. Ich nehme diese Gabe an. Sehr gut. Müsst ihr schon gehen? Und dann haben wir eine Zwischensequenz. Kanamatra Sarest, akzeptiere dieses Geschenk. Zu Ehren von Teras Schwur, unserer heiligsten Ahnen. Alle Zentauren unter Onaras Schwingen werden den grünen Drachen in der Not beistehen. Und ich, Meritra, Tochter Iseras, akzeptiere das Geschenk zu Ehren des Schwurs zwischen mir und Tera. Gemeinsam werden Drachen und Zentauren die Ebenen von Onara schützen. Die Maruk kämpfen an eurer Seite, sollte der Traum erneut bedroht werden. Unsere Verbindung aus vergangenen Zeitaltern wurde erneuert. Dieser Schwurstein ist das Symbol unseres Bündnisses. Ich schwöre, den smaragdgrünen Traum und den grünen Drachenschwarm mit meinem Leben zu schützen. Ja, diese Szenen sind so geil immer. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Sie sind genial. Grüße, Champion. So, Questband. Erneuerte Bande. Ohne Fleiß, kein Preis. Erfolg herum. Ruht in Frieden. Was war das denn genau? Wir haben jetzt wahrscheinlich... Genau, wir haben die Questreihen aus dem Gebiet abgeschlossen. Nice. Schön, schön, schön. Dann haben wir da oben, wie gesagt, noch die Dungeon Quest. Da muss ich mich dann gleich nochmal anmelden. Grüße. Immer weiter.
Ja, wir haben 3 Dungeon Quests jetzt. Angriff der Nokut, alles in Angriff der Nokut. Dann könnten wir uns da eigentlich mal anmelden. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sind wir denn? Wir sind jetzt da. Könnte ich da drüben nochmal zum Flugpunkt und dann nochmal darunter die Quest abgeben. Und vorher melden wir uns hier bei Angriff der Nokut an. Spezifische Dungeons. Angriff der Nokut. Dann machen wir da die 3 Quests noch fertig. Dann haben wir das auch erledigt. Dann fliege ich jetzt erstmal rüber da zum Flugpunkt. Man könnte natürlich auch hier mit dem Drachenreiten da hinkommen, aber du hast halt immer nur eine bestimmte Aufladung hier und dann kommst du halt nicht mehr voran. Oder nicht mehr so gut. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier den Flugpunkt. Und zwar darunter. Flussgabelkreuzung, let's go. Fliegen wir einmal schön durch die Gegend, brauchen dabei nichts weiter machen, außer die schöne Gegend betrachten. Meine, schaut euch das an, das sieht schon echt super aus, oder? Findet ihr nicht auch? Sieht schon echt klasse aus. Also das fand ich halt doch immer so ein riesen Pluspunkt eigentlich an WoW. So die ganzen Gegenden, weil das auch einfach so detailreich und mit Liebe und Details immer gemacht ist. Muss man wirklich sagen, das ist wunderschön. Wunderschön, ey, guckt euch das an. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Herrlich, ey, lasst es auf euch wirken. Wunderbar, wunderbar. Ja, er schreibt gerade erst auch mal im zweiten Gebiet, aber man braucht auch halt wirklich, bis man das durch hat. Man braucht schon echt eine ganze Weile, bis man wirklich alles durchgequestet hat, ja. Aber so soll es ja eigentlich auch sein. Und wir kriegen direkt einen Dungeon Invite, aber jemand hat abgelehnt. Schade. Irgendein Abenteurer wird sicher kommen. Hier sollte es von Ihnen nur so wimmeln. Klania kann euch den Weg. Wäre cool gewesen, hätten wir jetzt direkt gefunden. Aber ich denke mal, es wird auch nicht allzu lange dauern. Masut und Akina schicken euch. Oh, wie viele Abenteurer brauchen wir? Vielleicht noch 3 oder 4? 5 Abenteurer klingt nach einer guten Zahl für jede Aufgabe. So, Drachensplitter des Wissens, was bringt der denn? Mit Hilfe eines Meisterhandwerkers könnt ihr spezielles Drakonisches zu eurem ausgewählten Beruf freischalten. Ah. Seid vorsichtig für die Allianz. Okay. Gucken wir mal gerade, das können wir noch aktivieren für den Protodrachen. Wie funktioniert das hier? Weiß ich nicht. Drachensplitter des Wissens. Wo muss man den dann einlösen? Weiß ich nicht. Kommt notfalls dann erstmal in die Bank. Handwerksaufträge. Hallo. Was gibt's denn hier? Ach so, da kann man Aufträge aufgeben, okay. Wahrscheinlich, was man hergestellt haben möchte oder so. Das können dann andere Spieler herstellen, vermute ich. Geht's? Man sieht sich. Schönen Tag auch. Hallo? So. Auf dann. Sammeln wir hier noch das Erz nebenbei ein, weil wir sind ja effektiv, ne? Die effektiven Sammler. Aber ich muss auch wirklich mal zu einem Auktionshaus und mal meine ganzen Sachen verkaufen. Das mache ich dann aber auch
Nicht innerhalb der Aufnahme, das zieht sich zu lange dann. Wir haben so viel schon gesammelt jetzt. Das wird dann ein bisschen dauern, das alles einzustellen. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da unten. Da oben können wir noch mit jemandem quatschen und da auch. Das heißt, wir fliegen erstmal da links hin. Dann machen wir uns auf den Weg. Einmal ein bisschen Speed. Wenn man hier knapp über den Boden fliegt, kriegt man, glaube ich, auch so einen Bonus, dass sich das schneller wieder auflädt. Oh, hier ist noch eine Pflanze. Nehmen wir mit. Werden wir zwar angegriffen, aber ist ja nicht schlimm. Machen wir kurz weg. So. Da kommen die ganzen Tiere. Ja, Stampede ist schon witzig. Muss ich sagen. Das knallt gut rein. Da unten ist auch noch was, aber es ist, glaube ich, schon vom neuen Gebiet. Vom azurblauen Gebirge. Ich muss sagen, WoW habe ich irgendwie auch immer nur, glaube ich, auf Deutsch gespielt. Nie auf Englisch. Wobei, ich weiß es gerade gar nicht genau. Vielleicht hatte ich es auch schon mal auf Englisch. Aber jetzt habe ich mich halt schon an das Deutsche gewöhnt. Dementsprechend werde ich es auch nicht mehr ändern. So. Seltsames Nest. Kann man hier irgendwas beschwören oder was? Thomas Meditationsort. Ach, der hat da Meditation gemacht. Wunderschön ist das, ja. Wunderbar. Ah, ist auch ein sehr geiler Ausblick hier, ja. Hat er sich einen schönen Ort ausgesucht, der Thomas? Mögen eure Reisen sicher sein. So, jetzt haben wir noch so einen Drachensplitter des Wissens. Muss ich dann auch mal gucken, wofür man den braucht. Später. Allgemein, man sammelt ja mittlerweile so viel Sachen im Inventar, da muss man dann erstmal noch einen Überblick behalten. Zum Glück gibt es diese ganzen Add-ons, die dann zumindest da hinschreiben, wofür das meistens gedacht ist. Dass man wenigstens so ein bisschen durchsteigt. Ich meine, sonst kann man auch unter WoWhead gucken, also WoWhead. Ist auch eine sehr hilfreiche Seite. So, ich glaube, wir müssen hier in die Höhle, ne? Ich meine, ja. Ja, hier. Handel braucht Vertrauen. Handel braucht Vertrauen. Und wir kriegen noch mal so einen Splitter. Ganz viele Splitter kriegen wir für Handwerk. Und da ist der Dungeon Invite. Let's go. Komm, nimm an. Please. Manchmal verschwinden auch die Erze und so einfach und die Pflanzen. Wahrscheinlich, weil die dann woanders respawned werden oder so. Oh, der Tank hat noch nicht angenommen. Oh. Und er hat abgelehnt. No. Miese Brise. Schade aber auch. Aber ich finde, ansonsten haben die Dungeons haben eigentlich auch eine recht gute Länge. Also das geht eigentlich immer ganz gut klar. Gehen nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz. Finde ich eigentlich genau richtig. Früher gab es ja auch so einen Dungeon in Classic, war das glaube ich, die untere Schwarzfeldspitze oder so. Oder allgemein. Die Raids da, beziehungsweise die Dungeons, die haben teilweise Stunden gedauert, das war schon krass. Ihr seid hier. Ich heiße Onaras Wut willkommen. So, dann wollen wir mal wieder. Die Winde still, erahne ich das Schlimmste. Die Clans der Terai, Shikar und Onir müssen sie vereint.
rein in die Stürme hier. Das ist nämlich ein Dungeon, wo man meistens mit den Drachen rumfliegt.